Hallo, meine Wundervollen. Ich saß hier gerade so und habe Farbe in mein Haar einwirken lassen und dachte mir so, hey, während die Farbe in mein Haar einwirkt, kann ich doch auch ein bisschen über die Farbe mit euch sprechen. Also, was habe ich mir in die Haare gemacht? Die Farbe heißt Mystic Purple und wird von Knight & Wilson hergestellt. Ich kenne die Firma nicht. Ich habe zum ersten Mal diese Farbe in der Hand. Ich habe zum ersten Mal von dieser Firma gehört. Ich bekomme kein Geld für die Werbung, leider immer noch nicht. Aber was soll's, was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht möchte mich ja bald mal jemand für die Werbung auch bezahlen. Die Tube hatte ich in meinem anderen Video gezeigt. Die Tube sieht jetzt anders aus und zwar so hier. In der Kamera sieht das jetzt blau aus, aber in echt ist das lila. Die weiße Tube hat also die lilane Farbe durch das Anfassen angenommen. Ich finde, das ist eine sehr schöne Produktverpackungsidee, dass es vorher weiß ist und jetzt schmatterig bunt. Es handelt sich um eine auswaschbare Farbe. Man bekommt in dieser Packung, die XXL-Größe heißt, 150 Milliliter. Professional Formula, das sind die Farben, die es auch noch gibt von der Firma, die man auch bei Rossmann kaufen kann. Ich habe auch noch das Crimson Red gekauft. Allerdings werde ich das nicht benutzen können, denn hier sind Weichmacher drin. Ich habe immer noch nicht gefunden, wo das steht, dass das da drin ist, aber es sind definitiv Weichmacher drin. Lesen wir doch mal die Anleitung. Sicherheitshinweise. Also ich kann hier nirgendwo die Inhaltsstoffe von diesem Produkt finden. Vielleicht bin ich auch blind, aber jedenfalls steht hier nirgendwo, dass da Weichmacher drin sein, also irgendwelche. Ich weiß nicht, wie das heißt, weil ich das eben genau das nicht benutzen darf wegen den Dreads. Zum Glück waren meine Dreads ein bisschen sehr verknorpelt und ich bin ja auch gar nicht bis an die Ansätze rangegangen. Meine Ansätze sind ja immer noch rot. Ich bin nur an die Spitzen rangegangen und die ganzen Extensions, die ganzen Echthaar-Extensions sind so aufgeflafft und auch leicht kaputt gerissen, nicht schlimm kaputt gerissen, ich konnte das alles noch reparieren, aber der Weichmacher ist nicht gut für die Dreads, das ist nicht geeignet für Leute, die Dreads haben, leider. Es sei denn, du hast alte knorpelige Dreads, die sehr fest zusammengedrückt sind, dann kannst du das einmal machen. Ich habe das jetzt einmal gemacht und es ist noch mal gut gegangen, sage ich mal so. Wie finde ich die Farbe? Ich finde die Farbe saugeil. Das Lila gefällt mir gut. Ich finde, das Lila steht mir gut. Ich möchte dieses Lila noch eine Weile tragen und glücklicherweise wasche ich ja meine Längen nicht so oft. Das heißt, das Lila in den Längen bleibt viel länger drin und das in meinem Pony kann ich ja immer wieder erneuern, denn es ist doch reichlich viel. Also ich habe alle Dreads lila bekommen, halt bis nicht auf die Ansätze, aber fast alle Dreads ganz lila. Und es ist immer noch genug drin, dass ich mir mindestens noch, sag mal, wie oft geht das noch mit dir? Keine Ahnung, ich sag 10 Mal. Also ich bin optimistisch, ich glaube, hier kriege ich noch 10 Mal Ponyfärben mit durch. Das heißt, ich kann jetzt richtig schön lange dieses Lila tragen, yay! Und dann freue ich mich aber auch schon drauf, wenn es dann alle ist und ich es dann wirklich rauswaschen muss, denn das helle Pastell-Lila ist, glaube ich, wunderschön. Ich glaube, es ist eine wunderschöne Farbe und ich freue mich auf diese Farbe und ich denke mal, es wird so im Dezember rum dann soweit sein, dass sie dann hell Pastell-Lila sind. Aber ansonsten hat es eine sehr gute Deckkraft, das Zeug. Ich habe es eine Stunde einwirken lassen, glaube ich, und auf der Verpackung steht, man soll es 30 Minuten einwirken lassen, wenn man eine intensive Tönung will. Ich habe es halt 60 Minuten drin gelassen, ja, und habe auch ein sehr intensives Ergebnis bekommen, womit ich auch sehr zufrieden bin. Also alles in allem kann ich diese Farbe empfehlen, nicht für Dreadheads, aber für Normalheads, für normalhaarige Leute kann ich das sehr empfehlen. Schöne Farbe. Schöne Farbe, schöne Farbe. Es gibt hier noch in der Verpackung gibt es so ein Pastellrädchen. Das sind die Farben, die ihr mit diesen kreieren könnt. Keine Ahnung, fragt jemanden, der sich damit auskennt, aber bitte nicht mich. Ich habe euch jetzt alles gesagt, was ich über dieses Color Freedom Product denke. Ich hoffe, ihr habt genau nach dieser Information gesucht und wenn dem so ist, dann gebt dem Video bitte ein.
einen Daumen nach oben. Und wenn es dir richtig gut gefallen hat, leite es bitte an alle deine Freunde weiter. Gefiel es dir nicht, sag das bitte mir. Schreibe mir auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder eine E-Mail. Um keine weiteren meiner wundervollen Videos zu verpassen, abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich ganz, ganz doll für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir Sonne im Herzen. Mua.